Herzlich willkommen. Vielen Dank an alle, die hier dabei sind und die auch zuschauen. Mein Name ist Werner Theiner und ich begrüße euch ganz herzlich zu Theiners Security Talk. Wir sind live, das heißt, wir strahlen dieses Event auch gleichzeitig auf Facebook und YouTube aus. Wir werden das sehen bei Manage It und wir werden das sehen bei datensicherheit.de und natürlich bei German Mittelstand. Dort ist das auch im der Mediathek, wenn ich das so schön sagen darf, da kann man auch alle Folgen nachlesen. Ich begrüße heute in unserer Runde unseren Stamm, also zum einen den Georg Lindner. Servus Georg, danke, dass du da bist. Ich begrüße Philipp Schiede von Manage It. Vielleicht zwei Worte auch von zu dir an Manage It, Philipp, gleich. Ja, also Philipp Schiede, Geschäftsführer Manage It beim AP Verlag. Wir publizieren im 18. Jahr jetzt das Fachmagazin für IT-Strategien und Lösungen. Unser Chefredakteur Albert Absmeier schreibt Artikel und veröffentlicht sie als verantwortlicher Herausgeber mit in Bereichen ROI und TCO. Wunderbar. Dann darf ich begrüßen Carsten. Tino, liebe Grüße nach Berlin. Carsten, auch von dir ein, zwei Sätze. Ja, Werner, liebe Grüße nach München zurück. Freue mich auch wieder dabei zu sein. Carsten Pinnow, Herausgeber von datensicherheit.de, seit mehr als 25 Jahren auch beratend in diesem Bereich tätig, insbesondere in Projekten, wo es schwierig wird. Alles, was Fragen Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit von Informationen betrifft und ansonsten ehrenamtlich im Bereich des VDI-VDE Arbeitskreises Sicherheit. Und auch noch ehrenamtlich beim German Mittelstand für den Kontor Berlin. Ganz herzlichen Dank, dass du da dabei bist. Und dann begrüße ich gleich den nächsten Kontorleiter und Andreas Kunz aus Karlsruhe. Servus, herzlichen Dank, dass du auch dich wieder zuschaltest. Zwei Sätze zu dir und was machst du? Ja, vielen Dank für die Einladung und liebe Grüße auch nach München und an den Rest von Deutschland. Ja, mein Name ist Andreas Kunz, bin Geschäftsführer und Gründer der Connecting Media, seit 15 Jahren jetzt unterwegs, schwerpunktmäßig die sichere Digitalisierung voranzutreiben und natürlich sesshaft hier im schönen Silicon Valley von Deutschland. Der muss mal wieder sein. Genau, perfekt, passt auch. Wir haben ja heute das Thema Identitätsdiebstahl, die unterschätzte Gefahr. Und da freue ich mich ganz besonders auch nochmal zwei Experten dazu einladen zu können oder dass ich sie euch einladen durfte. Zum einen Michael Lang. Bitte auch stell dich kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Warte, dein Mikrofon ist aus. Bitte nochmal einschalten. Naja, sicherheitshalber sollte nochmal on mute sein. Sorry, passiert mir immer wieder. Ja, am besten Dank für die Einladung. Mein Name ist Michael Lang. Ich arbeite bei SalePoint, bin dort verantwortlich für den technischen Pre-Sales in der Dachorganisation Deutschland, Österreich, Schweiz. Bin mittlerweile im neunten Jahr, also ich habe das verfluchte siebte gut überstanden, bei SalePoint unterwegs. Ab bei dem Gesamtthema Identity Management schon eine 20-plus-jährige Erfahrung. Habe vorher auch relativ lange bei Novell gearbeitet und Consulting dieses Thema miterlebt, vorangetreibt etc. Und ich finde es einfach wieder ein spannendes, weil wir als SalePoint eigentlich sehen, dass dieses Thema Identität immer noch nicht dort angelangt ist, wo es hin sollte. Weil wir immer sagen, jede IT-Security-Strategie sollte eigentlich das Thema Identität in den Mittelpunkt stellen. Ja, und das ist halt so ein Thema, das versuchen wir zu evangelisieren. Es dauert noch ein bisschen. Ich denke mal, der Mittelstand ist auch so ein idealer Spielball dafür, ne, das mal weiter zu verproben etc. Und als SalePoint helfen wir den Kunden ganz einfach, relativ einfach drei Fragen zu beantworten. Wer hat Zugriff? Ja, wer sollte Zugriff haben und wie wird ein Zugriff benutzt? Ich sage mal dieses Beispiel, der klassische Azubi nach 3,5 Jahren, der die meisten Berechtigungen in einem Unternehmen. Ich hoffe, bei der Osram ist es mittlerweile anders, dass dort genau dieser Prozess, sagen wir mal, aufgebrochen wurde. Ja, aber das beschreibt, wie es in vielen Unternehmen heutzutage nochmal passiert, ja, weil oftmals die Prozesse relativ schwer zu beschreiben sind, das gesamte Thema oftmals als komplex betrachtet wird, als kompliziert, ich habe keine Zeit dafür, etc. Und mit den Themen beschäftigen wir uns mit unseren Lösungen, das sowohl klassisch noch on-prem-Basis als auch aus der Cloud heraus.
Wunderbar, danke. Also absolut die richtige Person am richtigen Ort. Freue mich, dass du bei uns mitdiskutierst. Und ich darf auch begrüßen ganz herzlich Stefan Siguda. Stefan Siguda ist CISO bei Osram. Danke, dass du dabei bist. Vielleicht auch von dir zwei, drei Worte. Wer bist du, was machst du? Ja, ich bin der Stefan Siguda, der CISO der Osram. Osram ist sicherlich bekannt mit vielem, was Licht macht. Inzwischen ist das, was mal Allgemeinbeleuchtung war, unter dem Namen LEDwarns ausgegliedert worden. Das heißt, wir sind heute ein reines Business-to-Business-Unternehmen, das aber sehr stark auch in die moderne Welt geht. Wir nennen uns ein Photonics-Provider, also alles, was man mit Wellen im weitesten Sinne machen kann, um Sensorik zu betreiben. Also ein selbstfahrendes Auto ohne Osram geht nicht, sagt unser CEO. Und ich bin bei Osram schon ein Urgestein. Ich habe schon Silberhochzeit mit der Firma gefeiert und mache den CISO seit etwa 2013 schon. Ja, und das Thema Identität ist etwas, was mich eigentlich schon seit Längerem immer wieder als umtreibt, weil ich sage, Identität ist so die Grundlage eigentlich jeglicher Kommunikation und Interaktion. Und auch Identitätsprobleme sind nichts, was irgendwie erst im digitalen Zeitalter aufgetreten ist, sondern wir denken, das trojanische Pferd war auch ein Identitätsproblem. Oder in der Antike, diverse römische Kaiser hatten Doppelgänger, damit es schwerer war, sie zu ermorden. Das heißt also, dieses Vortäuschen, ich bin ein anderer, hat eine sehr, sehr lange Tradition. Wenn wir gucken, alle ernstzunehmende Angriffe, die bei uns irgendwo auftauchen, haben drunter ein Identitätsproblem. Beispiel, jemand ruft mit einer gefälschten Telefonnummer der Zentrale in einer Beteiligungsgesellschaft an und sagt, ich bin der CEO und wir müssen hier ganz dringend etwas ganz Geheimes durchführen. Man guckt nach, die Nummer kennt man, damit erscheint das als plausibel. Auf diese Art haben einige Firmen, ich war aus dem süddeutschen Raum, Millionen beerdigt. Oder ich fälsche eine Mailadresse. Das ist ziemlich einfach. Ich kenne Fälle, da ist es einem Angreifer gelungen, mit gefälschten Mailadressen es zu schaffen, dass die Ware an einen anderen Ort geliefert wird und danach das Geld auf ein anderes Konto bezahlt wird. Nur weil man sich quasi dazwischen geschaltet hat und vorgegeben hat, man wäre jeweils der Kunde oder der Lieferant. Das häufigste, was wir sehen, ist, jemand kapert einen Account, zum Beispiel durch eine Phishing-Mail, und agiert dann mit der Identität des anderen. Gerade jetzt im Homeoffice, wo wir alle remote arbeiten, wenn da irgendjemand einen anchattet und sagt, mein Video ist kaputt oder mein Audio geht nicht, dann haben wir fast keine Chance herauszufinden, ob der echt ist oder ob er nur unter dem Account Siguda gegebenenfalls agiert. Also das ist so ein bisschen mal der etwas, was für uns uns so umtreibt, sozusagen zu sagen, wie schaffen wir Identität belastbar? Was ist überzeugend? Und wir sehen eben zwei Hauptangriffspunkte. Das eine ist einen verstärkten Nachweis, dass das Ganze, dass das mein Kommunikationspartner hier authentisch ist. Dazu nutzen wir Möglichkeiten wie Multifaktor und Conditional Access, also dass es nicht nur reicht, Username und Passwort zu haben. Das ist für mich das Allerschlimmste, das ist das 20. Jahrhundert, da müssen wir weg. Ja. Aber ultimativ gesehen wird es schwierig werden. Also selbst wenn irgendwelche Leute davon träumen, dass jeder Mensch irgendwann einen Chip im Oberarm hat, der ihn eindeutig nachweist, bin ich mir sicher, dass es drei Monate später jemand gibt, der weiß, wie man das Ding fälscht und dann doch als jemand anders auftaucht. Deswegen stützen wir uns zurzeit eher darauf, dass wir sagen, wie können wir denn vielleicht Fälschungen erkennen? Zum Beispiel, indem man die ganzen vorhandenen E-Mail-Security-Features nutzt. Kosten nichts, schaffen aber unglaublich viel. Also sowas wie eine Konfiguration wie SPF, DMARC, DKIM sind da die Schlagworte, mit denen man sicherstellt, dass niemand anders mit Osram zum Beispiel Mails verschicken kann. Funktioniert wunderbar. Oder man schaut sich an, wenn ich
Accounts haben irgendwo ein normales Benutzerverhalten. Und wenn plötzlich der Account gleichzeitig aus München-Allach und aus Lagos, Nigeria verwendet wird, dann kann ich ganz sicher darauf wetten, dass ich, während ich auf Safari bin, dem Hacker in Allach irgendwie die Tür geöffnet habe. Und mit diesen Punkten gelingt es uns zumindest, mehr Vertrauen in unsere Identitäten zu generieren und Benutzer proaktiv darauf aufmerksam zu machen, wenn irgendwo Schwierigkeiten mit der Identität auftritt. So, lange Rede, kurzer Sinn, das war die Vorstellung und mein Thema. Wunderbar, danke dir für den Impuls und auch den Wegbereiter für unsere Diskussion heute. Und da möchte ich auch gleich mal für mich als Verständnisfrage mal an Richtung Carsten und vielleicht auch an Philipp, also erst Carsten, dann Philipp, welche Arten seht ihr denn, gibt es denn von Identitätsdiebstahl? Also wir haben ja gerade die Story gehört, fand ich jetzt extrem spannend, von Cäsar, der sich Identitäten besorgt hat, also das war ja auch so sowas, welche Arten gibt es von Identitätsdiebstahl, die uns heute umtreiben, also nicht ungefähr vor 2000 Jahren, sondern jetzt. Krass. Ja, Werner, zuerst einmal greifen Cyberkriminelle immer auf die Geschichte zurück. Wir sehen das ja bei den Trojanern und dem trojanischen Pferd letzten Endes. Und hier bei Cäsar holt man seine Dinge auch, weil diese Mechanismen eben immer wieder funktionieren. Im Grunde genommen unterscheidet man drei Arten des Identitätsdiebstahls, wobei wir hier einen heute sicherlich schwerpunktmäßig behandeln werden. Einmal gibt es das im privaten Bereich, dass man also versucht, sich Geburtsurkunden von Personen zu holen und darüber zusätzliche Konten zu bekommen. Das war jedenfalls bis vor einiger Zeit einigermaßen einfach zu machen und schwierig wieder aus der Welt zu schaffen, wenn man diese Dinge erstmal eingefangen hat. Das zweite ist das, was gerade vorher von Steffen beschrieben wurde, nämlich die Frage, wie man Unternehmen richtig hinters Licht führt. Also wie man große Beträge erwirtschaftet, CEO-Fraud, wie es heißt, oder Business Email Compromise sind die Stichworte hier, dass man sich also unter einer Vorgabe, dass etwas geheim ist, Merger and Acquisition als Beispiel, eben versucht, Geldüberweisungen zu erzwingen. Und das Letzte ist, was zukünftig sehr spannend sein wird im Bereich Industrie 4.0 und IoT, ist das Stehlen und das Fälschen von Maschinenidentitäten. Okay, was ich da noch gerne hinzufügen würde, ist einfach auch, dass gerne also Banken, Bankdaten und E-Mail-Accounts da gern abgefischt werden, sei es jetzt über Phishing-Links oder wie auch immer. Ich denke, wir sollten uns auch mal Gedanken darüber machen, wie wichtig es ist, dass wir nicht zu viel Daten von uns preisgeben. Ja? Also ein Name, eine Adresse, ja? Und ein Geburtsdatum reichen schon, um jemand zu identifizieren. Okay. Von mir noch zu den Identitätsklassen. Also ich glaube, wir haben drei Dinge, die wir hier immer in den Fokus haben. Das ist eine Person, ein User, eine Maschine. Das kann zum Beispiel bei IoT sein. Und als drittes würde ich auch sagen, eine Applikation, ein Service. Weil jeder muss jedem vertrauen können. Also auch zum Beispiel mein Homebanking. Ich muss wissen, das ist die Postbank, das ist die Sparkasse. Ja, also, dass der Dienst eine Identität hat. Die Maschine muss wissen, wenn eine Maschine zum Beispiel auch mit einem Cloud-Service spricht, müssen die sich auch untereinander vertrauen können. Und der Anwender hat auch immer, also es ist wie so eine Art Dreiecksbeziehung zwischen all diesen Identitäten. Und das ist auch, was wir auch immer mehr sehen, dass gerade dieses Thema Service, IoT oder Chatbots leider immer auch nochmal sehr stark vernachlässigt werden in Unternehmen. Wenn auch diese Dinge, um ihren Service optimal zu erbringen, brauchen sie Berechtigung. Sie brauchen Berechtigung in das Backend-System und sind damit idealer Einstieg für jemanden, der wissen will, wie kann ich perfekt in ein Unternehmen mich einbringen, ohne dass ich erkannt werde. Wir hatten die Thematik gerade, wir führen Process Automation ein, also quasi so einen kleinen Robot, der bestimmte Sachen macht. Ja, und wir haben dann beim Design festgestellt, dieser Account braucht genau die gleiche Trennung nach Segregation of Duties, die auch eine ganz normale Person hätte. Ja, weil nämlich sonst dieser Account unter Umständen, wenn man ihn kompromittiert, plötzlich auf Dinge zugreift, wo kein einziger im Unternehmen Rechte drauf hätte.
Das ist auch immer so das Problem mit irgendwelchen, wenn irgendjemand einen verkauft, sagt, ich habe ein Clientless Tool. Ich brauche nur einen Account, der auf alles zugreifen kann, ist das total clientless. Ja? Aber wenn ich dieses Tool übernehme, dann gehört mir alles. Ja, und das ist genau auch dieses Thema, wo man auch sagt, da hat man oftmals keine Trennung mehr zwischen der klassischen Identität als Person und dem Service. Das heißt, das, was in vielen Unternehmen Stand heute schon etabliert ist, als Bereiche der Compliance, dass ich rezertifiziere, Segregation of Duty etabliert habe, diesen Schritt müssten wir eigentlich auch genau für diese Services und die digitalen Identitäten vornehmen. Ja, und da ist oftmals so ein Punkt, dass man das oftmals vernachlässigt. Wir sehen es bei einigen Unternehmen, dass solche Dinge oft vom Fachbereich getrieben werden, weil die wollen diesen Service ihren Kunden näher bringen, ja, aus marketingtechnischen Gründen etc. und tun es leider oder machen es leider an der IT vorbei, weil es geht heute. Ja. Ich brauche die Kreditkarte, ich kann den Service einkaufen, ich brauche keine Infrastruktur, ich muss höchstens wissen, welche API vielleicht genutzt wird, wie ein Username, Passwort ist für die Verbindung und das war's. Ja, und dann macht sich oftmals der Fachbereich nicht wirklich Gedanken darüber, welchen Impact das im Gesamtkontext eines Unternehmens hat und würde natürlich entsprechend für graue Haare beim CISO sorgen. Carsten, vielleicht nochmal auch dich, wir haben da jetzt gerade gehört, graue Haare beim CISO, das wollen wir ja doch nicht unbedingt. Wie sollte man sich denn Gedanken oder welche Gedanken sollte man machen, um dieses Thema mal anzugehen? Du beratest ja viele Unternehmen auch. Wie packt man jetzt das Thema an? Sensibilisiert man seine Mitarbeiter? Sensibilisiert man seine IT? Wie packt man jetzt so ein Thema an, um es im Unternehmen abzusichern? Also wir wollen vermeiden, dass die Haare grau werden, bevor es Zeit dafür ist. Vollkommen richtig, Werner. Im Grunde genommen einen Perspektivwechsel vornehmen, nämlich mal aus der Rolle der Angreifer die Situation sich anzuschauen, ist ganz hilfreich. Und wir müssen uns mal angucken, wie laufen denn diese Identitätsdiebstähle. Und da gibt es eine Untersuchung von Entity Security aus dem Jahr 2019, den Global Threat Intelligence Report, die eben sagen, dass Phishing- und Malware-Kampagnen eigentlich die wesentlichen Einfallstore für solche Identitätsdiebstähle sind und die zielen vor allen Dingen auch zum Beispiel eben auf Office-Konten, entsprechend auf E-Mail-Konten, weil es ist schon vorher beschrieben worden, hat man diesen Vertrauensstatus erstmal erreicht, ist es sehr viel leichter, entsprechende Schäden anzurichten. Auf die Frage, was braucht man? Auch schon erwähnt worden, Zeit der Passwörter ist im Grunde genommen vorbei, also eine Zwei-Faktor-Authentifizierung oder sogar bessere Verfahren. Rollen und Rechte allgemein, also nicht jeder muss auf alles zugreifen, dass man das ordentlich im Griff hat und nicht, dass der Azubi nach dreimal Wechsel der Abteilung dann Vollzugriff auf alles hat, sind solche Geschichten. Schulung der Mitarbeiter ist ein großes Thema. Reagieren auf Vorfälle und sie rechtzeitig festzustellen, sind so die wesentlichen Dinge, auf die man achten muss. Andreas Kunz, vielleicht auch an dich nochmal die Frage. Du bist ja draußen beim Mittelstand, du hast ja ständig Kontakt zu deinen Kunden und siehst du da, dass das oft vorkommt und beziehungsweise sind die Unternehmer darauf vorbereitet? Andreas, hast du mich gehört? Jetzt höre ich dich gerade wieder. Ich hatte gerade eine Latenz in der Leitung. Mist. Latenz oder... Ja. Meine Frage war an dich gerichtet. Du bist ja draußen beim Kunden vor Ort sehr viel und bei den mittelständischen Unternehmen. Gibt es da Awareness dafür, für dieses Thema? Leider ist nicht jeder so top vorbereitet wie Steffen, muss ich sagen. Da würde ich erstmal... Schön, dass du dich da so intensiv damit aussetzt und dir da wirklich mal Gedanken machst, wie man das konstruktiv und ich sage jetzt mal mit Konzept angeht, da sind die meisten Mittelständler leider noch meilenweit davon entfernt, weil die sehen das leider immer nur als das notwendige Übel und wir investieren leider Gottes dann doch wieder in andere Dinge, bevor wir das Kind jetzt, sage ich mal, an der Wurzel anpacken, weil wenn man das richtig sauber macht, sind die anderen nachgelagerten Security-Themen aus meiner Sicht viel, viel einfacher zu handeln, als wenn man wie beim Hausbau erstmal mit dem Dach anfängt. Vielleicht auch dazu zum, ja, Steffen?
Kleine Anmerkung, also wo ich mit Security angefangen habe, das allererste, was ich eingeführt habe, war Single Sign-On an allen wichtigen Applikationen, vor allen Dingen SAP. Als Basis dafür, dass ich eine belastbare Identität habe, dass nämlich nicht User A sich mit in das Konto von User B anmelden kann. Und die Benutzer fanden es super, weil sie mit einem Klick plötzlich in dem SAP drin waren und sich nicht zwei Passworte mehr merken mussten. Und wir haben inzwischen, das war vor 15 Jahren, eigentlich alle Applikationen mit Single Sign-On konfiguriert. Das heißt, der Anwender meldet sich einmal morgens an seinem PC an, wenn er einen neuen Windows 10 hat, auch gerne mit Biometrie oder einmal schauen wir die Augen kleines. Und von da aus geht es einfach nur noch per Single Sign-On weiter. Das heißt, es ist wirklich für uns eine Win-Win-Situation. Wir haben belastbare Identitäten, wir haben dann einen guten Lifecycle. Also wenn irgendjemand irgendwo die Firma verlässt, ist eine Stunde später ist der Account durchgängig deaktiviert. Und weil das auch für unsere Cloud-Services gilt, brauche ich mich auch nicht darum kümmern, dass derjenige vielleicht noch auf Salesforce oder sowas auch nach dem Ausscheiden was machen würde. Geht einfach nicht. Und das war so etwas, wo auch die Anwender sagen, hey, Security ist doch toll. Und jetzt durch die Möglichkeiten der Account-Überwachung, wenn wir Leute informieren und sagen, ich glaube, wir haben hier erkannt, dass dein Account irgendwo kompromittiert wurde, sagen die, super Service, ich ändere mein Passwort und das ist gut. Wir haben sonst dafür keinen Passwortablauf mehr. Finden die Leute auch toll. Also man kann da jemanden wirklich ins Boot holen und jeder sagt, ja, Security, das hilft mir was. Und dadurch, dass wir alles mit Single Sign-On haben, fangen wir auch die Leute ein, die mit der Kreditkarte sich einen Service kaufen, weil nämlich der erste Benutzer, der da ein Passwort eingeben wird, meldet sich bei der IT, sagt, da habe ich einen Service, da soll ein User eingeben. Das kann ja wohl nicht sein. Und schon haben wir sie. Perfektes Statement. Das ist auch das, was ich mit dem Carsten zusammen da draußen, ich würde jetzt sagen, stündlich predige. Nimmt die Mitarbeiter mit. Es bringt nichts, wenn man einfach, ich sage jetzt mal, Technologie-Bashing macht. Nimmt alle Leute mit und dann kann es erfolgreich werden. Aber da und haben es wir hat doch verschiedene Stufen. Das war Bordmittel. Aber da haben wir doch verschiedene Stufen erstmal. Ich glaube, bevor ich die Mitarbeiter mitnehme, muss ich doch erstmal den Unternehmer und den Verantwortlichen ja erstmal auf die Pfade bringen, um ihn mitzunehmen. Ist da eine gewisse Akzeptanz auch schon da? Vielleicht Michael, du bist ja auch sehr viel bei Kunden und mit den Projekten auch draußen. Ist da Überzeugungsarbeit erstmal Richtung Mittelstand zu tun? Oder sagt man das, ja klar, wir haben alle schon mal über die Sekretärin irgendwas eingespielt bekommen, wo man gesagt hat, pass auf, das wollen wir gar nicht. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich denke mal, klassisch wie früher hatte der Mittelstand aber das Thema, jeder Mitarbeiter musste ins Werk kommen. Ja, er konnte sich nicht von draußen einwählen. Man hatte nicht sehr viel zu tun mit externen Mitarbeitern etc. und sonstigen Dienstleistern. Das hat sich ja komplett geändert. Das heißt, selbst ein Mittelständler ist ja heute ja eine Herausforderung, dass er Mitarbeiter erlauben muss, wie in der Situation, dass sie von zu Hause aus arbeiten, dass sie von unterwegs arbeiten. Er kann oder er muss Externe integrieren in seine Prozesse. Das heißt, da ist schon Umdenken, hat schon Umdenken stattgefunden. Aber ich denke leider noch nicht bis zu einem Punkt, wo ich sagen kann, ja, jeder hat es wirklich en Detail, wie die in der Muttermilch eingesaugt, ja, und hat es umgesetzt, sondern ich glaube, da sind wir noch so an der Spitze vom Eisberg. Weil viele aber noch denken so nach dem Motto, dadurch verkaufe ich keine Schraube mehr, keinen Service mehr etc. Ich bin doch gar nicht so attraktiv für einen Hacker. Was will er denn mit Dingen, die ich bieten kann? Ja, ich glaube, da sind noch so ein bisschen, sagen wir mal, müssen wir noch weiter dieses Thema vorantreiben. Ja, auch von verschiedenen Kreisen heraus immer wieder thematisieren und die Unternehmen oder Unternehmer in diese Richtung ein bisschen reindrängen, ja, dass sie da so ein bisschen agiler werden. Okay, also das ist wichtig, dass wir die Unternehmen sozusagen darauf aufmerksam machen, immer wieder penetrieren mit diesem Thema, um dieses wichtigste Gut sozusagen auch zu schützen. Das sind Daten und das Geld natürlich in eines Unternehmens. Ne? Die beiden Punkte. Die Opfer, die wir gesehen haben, zum Beispiel bei Kontomanipulationen, waren immer kleine Mittelständler, weil die nämlich im Großteil keine komplette Prozesswelt haben, sondern es macht halt jemand. Ja, also zum Beispiel, wenn dort eine E-Mail eingeht, Achtung, unsere Bank hat sich geändert, weil die Firma Osram uns gerade gekauft hat, dann tippt der einfach die neue Kontonummer ein. Ja, bei uns
sagt ein Service Center, jede Bankendung muss über einen anderen Kanal bestätigt werden. Das heißt, der ruft den Vertriebsmann an und sagt, stimmt das? Beim Mittelständler, der tippt das ein und das Geld ist futsch. Ja, das stimmt. Ja, und dem Angreifer ist das vollkommen egal. Er nimmt das Telefonbuch und schreibt einfach alle Firmen mal an, wird schon irgendeiner reinfallen. Und der macht auch keine Branchencheck oder sowas. Aber wir sehen, je mehr man in der Presse ist, desto eher kommt man auch hier auf die Zielliste. Das stimmt schon, aber alles andere geht auch aus dem Branchen. Ja, ich glaube, die Adressen kriegen die bösen Buben schon überall her. Aber Philipp, vielleicht mal auch an dich gerichtet die Frage, was erkennst du denn oder was ist so deine Erfahrung, welche Identitätsdiebstähle sind denn zurzeit aktuell? Also welche Stories werden da gerade draußen rumfungiert? Weißt du da irgendwas? Ich habe den zweiten Teil der Frage leider gerade nicht verstanden. Ich hatte auch eine gewisse Latenz. Okay, vielleicht sollte ich langsamer sprechen. Hilft dann vielleicht auch mal einer langsamen Leitung. Meine Frage ist, hörst du draußen, was aktuell so ist an Identitätsdiebstellen, an Fraud oder was weiß ich, was auch immer? Was sind so diese tollen Stories? Gibt es jetzt den nepalesischen König, der jetzt gerade rumläuft? Oder was ist so das aktuelle? Ja, Datendiebstähle gab es ja in der Vergangenheit genügend, ja. Und was auch vorhin der Michael und auch der Carsten schon gesagt hat, das ist einfach auch ein Thema des Berechtigungsmanagements und auch Anomalien zu erkennen, die überhaupt nicht passend sind. Allerdings, bei den Unternehmen scheint es mir momentan so zu sein, dass diese Awareness, was Zutrittskontrollen heißen, ja, nicht so gegeben sind. Das Passwort ist im Prinzip out, Codes auch. Und die gute alte Magnetkarte zum Eintritt in die Firma im Prinzip auch. Und ich meine, das Smartphone macht es uns ja auch vor. Ja? Ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent der Smartphones heute mit Fingerprint und Gesichtskontrolle oder so ausgestattet sind. Das meine ich, ist ein sicherlich gangbarer Weg, um in Zukunft dieses Berechtigungsmanagement eindeutig nachzuvollziehen. Ja. Okay. Und vielleicht auch an dich nochmal gerichtet, Steffen. Hast du jetzt aktuell irgendwelche Beispiele parat, wo ich sage, das passiert gerade, da muss man Obacht geben, das sind die größten Gangster, die da gerade draußen rumlaufen? Also, was permanent läuft, ist der Versuch, irgendwo im Internet Username-Passwort-Kombinationen zu erwerben und die dann gegen Standarddienste laufen zu lassen. Xing, LinkedIn, die Homepages, beziehungsweise die Web-Mail-Services der Unternehmen, um zu gucken, ob ich irgendwo einen Treffer lande. Diese Listen kann man kaufen. Leider ist es so, dass es viele Anwender gibt, die für mehrere Dienste das gleiche Passwort verwenden. Das heißt, wenn es bei irgendeinem, zum Beispiel LinkedIn jetzt, einen Breach gab, dann kann ich dieses Passwort auch zum Beispiel für meinen Osram-Account verwenden. Und damit habe ich dem Angreifer quasi das auf dem Silbertablett liegen. Und dieses massive Durchtesten dieser Username-Passwort-Kombination sehen wir also sehr massiv. Das Thema CEO-Fraud, also ich hier ganz geheim und schick eine Million weg, hat extrem abgenommen. Wir hatten im letzten Jahr noch 1500 Angriffe pro Jahr, die wir identifiziert haben. Dieses Jahr, glaube ich, noch 30. Also das ist irgendwie durch. Hat wohl irgendwie der Letzte kapiert. Und das Thema Kontoänderungen ist sehr, sehr, sehr beliebt. Und zwar nicht gegen uns, sondern meistens eben gegen den Lieferanten. Und man sagt, ja, Achtung, zum Beispiel Osram hat eine Firma gekauft und man schreibt die Kunden an und sagt, durch den Kauf ändert sich die Bankdaten. Also da nimmt man auch Bezug auf aktuelle Entwicklung, was man in der Zeitung irgendwo liest. Das Ganze wird oftmals auch sehr gut noch unterfüttert, sogar mit Faxen, sowas gibt es noch, ja, um eben da diese gefälschte Identität vorzutäuschen. Aber dann muss doch sowas auch ich sage mal, das kann ja nicht schnell aus der Hüfte geschossen worden sein, sondern das muss ja langfristig vorbereitet sein. Sind das so die Erfahrungen, die ihr habt? Also ist das ein
langfristig ausgehegter Plan der bösen Buben oder ist das Zufallsgenerator? Die haben richtig, richtig viel Aufwand betrieben. Die haben französische Kartellbehörden als Fake hochgezogen, hat alles gestimmt, nur eine Telefonnummer nicht. Also die Namen alles, ja. Also mit mehr multinationale agierende Servicegesellschaften, wo es tat einem schon fast leid, dass es nicht funktioniert hat. Ja. Und dann gibt es welche, die halt ganz billig einfach massenmäßig gucken, dass sie irgendwo ein Dokument finden, das wie eine Rechnung ausschaut und dann darauf mit der gefälschten Mailadresse einfach mal zu gucken, vielleicht können wir irgendwie die Kontodaten ändern. Also es ist wirklich, dass die Bandbreite von total billig, aber scheinbar fällt ja auch darauf jemand rein, auch auf die Nigeria-Mails scheinen ja immer noch Leute zu hoffen, dass sie die Milliarde auch bekommen, ja? Sonst wird es das nicht mehr geben, bis eben, wo ich sage, da stecken Leute richtig, richtig Zeit und Geld rein, um so ein ganzes gefaktes Universum aufzubauen. Man sieht ja teilweise, es dauert ja 180 plus Tage im Schnitt, glaube ich, gab es ein paar Zahlen in den Untersuchungen, bevor man oftmals erkennt oder oftmals quasi diese, sagen wir mal, gefischten Accounts wieder benutzt werden, ja? Um einfach erstmal im System zu sein, zu lauschen, zu hören. Also daran kann man schon wirklich erkennen, dass da schon ein Prinzip, ja, dahinter steckt, dass schon eine gewisse Qualität dahinter steckt. Deswegen sagen wir auch immer wieder, ja, in vielen Fällen kann ich diesen Breach oder sagen wir mal, den Identitätsdiebstahl manchmal gar nicht wirklich komplett stoppen, sondern ich muss einfach dorthin gehen und sagen, wenn er da wirklich passieren sollte, warum auch immer, den Schaden so gering wie möglich zu halten, wo wir wieder mit dem Thema Berechtigung sind, wo wir den Mitarbeitern so wenig Berechtigung wie nötig geben, dass halt, wenn der Fall eintritt, halt im Backend so wenig Schaden wie möglich angerichtet werden kann. Gibt es eigentlich Statistiken oder Zahlen, wie viele dieser Versuche eigentlich erfolgreich enden? Weiß da irgendjemand in der Runde sozusagen, Hand hoch, wer es wissen will oder wer ungefähr abschätzen kann, wie viele dieser Angriffe auch tatsächlich erfolgreich sind? Ich glaube, die Schwierigkeit hier ist ganz einfach, dass es eine ganz hohe Dunkelziffer gibt. Ja, ich meine, seit wie langer Zeit muss ein Unternehmen wirklich offenlegen, wenn so etwas passiert ist? Erst seit GDPR, ja, ist man ja gezwungen, das zu tun. Und bei vielen Kleinen, ich glaube, wissen es viele gar nicht. Ja, und viele denken sich, wenn ich das jetzt öffentlich mache, was ist meine Reputation? Und dann verschweigen sie es oftmals. Also denke ich mir, ist die Dunkelziffer so hoch, dass man da, glaube ich, kaum wirklich eine valide Zahl in den Raum schmeißen kann. Also ich habe mal was gehört, ich glaube, das war in 2018, gab es in Bayern 50 gemeldete Fälle von solchen Betrugsmaschen und der Schaden war über, glaube ich, 60 Millionen. Das heißt, im Durchschnitt wurde immer über 1 Million abgegriffen. Und das sind aber eine Summe, da muss man schon zweimal aufpassen. Ja, wir sehen eher sowas bei so Bank-Account-Änderungen liegt der Schaden so im Bereich zwischen 25.000 und 250.000 Euro. Jetzt ist das oftmals so, der Fehler passiert bei einem Kunden von uns. Meistens ist es aber so, und rechtlich müsste der nochmal zahlen. Jetzt kann es aber sein, damit man den Kunden nicht verliert, teilt man sich dann einen Verlust. Das heißt, es schlägt dann auch zum Teil auf uns zurück, obwohl vielleicht obwohl wir überhaupt nicht beteiligt waren. Ja. Glücklicherweise konnte bei uns jetzt wirklich das fast immer verhindert werden, weil man doch auch bei den, wir machen auch bei den Lieferanten, aber auch bei den Kunden auch Awareness zu dem Thema, dass eben solche Änderungen immer nur rückbestätigt werden müssen, um eben hier vielleicht Stück für Stück auch so ein bisschen ein sicheres Universum zu bekommen. Weil wenn jeder das machen würde, ist irgendwann die Tür zu und dann funktioniert es nicht mehr. Weil scheinbar bei CEO-Fraud war es ja auch so. Es funktioniert wohl nicht mehr, deswegen nimmt das jetzt ganz stark ab. Wie viel geben denn Unternehmen, ähnlich wie du jetzt, Steffen, denn dafür aus, um die Mitarbeiter überhaupt zu schulen, das Feingefühl beizubringen? Also wenn ich höre, dass man circa mit 1 Million, jetzt, was wir jetzt da gerade rausgehört haben, an Schaden jeweils da ist, dann rentiert sich ja doch durchaus mal 100.000 zu investieren, um die Mitarbeiter erstmal aufzuschlauen und zu sagen, werde sensibel zu den gewissen Daten und dann kann ich ja locker nochmal die gleiche Summe nochmal
anwenden, um zu sagen, jetzt baue ich auch die Sicherheitsschlösser noch besser aus. Ist das so zu sehen in der Relation oder ist das jetzt Milchmädchenrechnung? Definitiv, wir machen seit 10 Jahren, machen wir Awareness-Tests, das heißt, wir fingieren etwas, was ein Angreifer genau so schicken könnte, und zwar meistens anhand von einer Mail, die wir abgefangen haben. Dass wir sagen, so eine Kampagne simulieren wir jetzt. Also die letzte Kampagne simulierte eine OneDrive-Freigabe, wo die Personalabteilung den Urlaubsplaner sozusagen Holiday Reduction 2020 umgeschickt hat. Und mit solchen Dingen kann man dann auch Informationssicherheit sogar bewertbar machen. Wir machen das zusammen mit dem Betriebsrat. Das heißt, nur auf einem Server des Betriebsrats laufen die Ergebnisse auf und am Ende ist es absolut anonym. Wir wissen nicht, wer geklickt hat, aber wir wissen, aus welchem Standort jemand geklickt hat. Und damit können wir zwischen den Standorten so ein bisschen Wettbewerb generieren. Das ist aber. Leute wissen, dass definitiv keine Überwachung dahinter ist, weil wenn es vom Betriebsrat gemacht ist, dann kann das ja nicht so richtig böse sein. Andreas, vielleicht auch für dich nochmal die Frage. Auch hier ist ganz klar natürlich der Mittelstand gefördert, nur nicht jeder Unternehmer ist gefordert, auch hier Geld zu investieren. Ich weiß, das ist immer ein schwieriges Thema, Budgets abzuholen bei den Unternehmen, aber wird man da, ist die Akzeptanz einfacher oder leichter aktuell? Aktuell sagt, man muss Geld investieren, um es einfach, weil wir sind jetzt alle in Homeoffice, die ganze Situation hat sich ja nochmal geändert. Ne? Also sagen sich die Unternehmer, Mensch, ja, wir müssen da dringend was tun. Sagen wir mal so rum. Aktuell ist es so, dass keiner gerade Geld in die Hand nimmt. Das ist sehr, sehr verhalten, weil einfach jeder Unternehmer gerade sagt, ja, es ist richtig, wir sollten uns damit beschäftigen. Aber mit Verweis auf diese nette Corona-Krise aktuell ist es einfach so, dass die noch nicht abschätzen können, wie es denn weitergeht, wie groß sind die Auswirkungen auf das Unternehmen selbst, und dann zu sagen, ja, wir machen hier mal ein bisschen Budget locker. Was allerdings gerade passiert, was auch viel in den Homeoffices geschieht, ist, dass wir aktuell sehr, sehr gut durch die Tür kommen, wenn es um das Thema Awareness-Training geht. Dass man eben die Mitarbeiter schult, schaut hierhin, schaut dorthin. Was auch immer begünstigt ist, sind diese ganzen Facebook-Gewinnspiele mit den ganzen Fake-Seiten, wo eigentlich kein Gewinnspiel ist. Das ist auch dazu da, um den Leuten mal so zu zeigen, hey, schaut mal drüber nach. Das sind die Parameter, wo ich sowas abfangen kann. Und das wird aber gerade vermehrt wahrgenommen. Also es ist ein Weg in die richtige Richtung. Der Weg ist wie immer steinig, das kennen wir ja alle hier in der Runde. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei den Leuten da draußen ein hoffnungsloser Fall ist. Es ist halt, wie gesagt, auch durch diese Krise geschuldet, was ich natürlich auch nachvollziehen kann, dass man nicht gerade mit den Budgets um sich wirft. Nein, aber ich würde jetzt trotzdem auch in Krisenzeiten, wenn meine Haustür offen ist, dann irgendwie schauen, dass ich die repariert kriege. Nur mal so mal als kleiner Tipp für die Leute auch da draußen. Philipp, auch an dich nochmal die Frage. Was kann man denn grundsätzlich den Unternehmen an die Hand geben, zu sagen, das sind jetzt die Tipps, die würde ich mal angehen an deiner Stelle. Hast du da einen Vorschlag? Ja, ich habe es ja vorhin schon kurz gesagt, wir haben das gute alte Smartphone, ja, und das hat so Sicherheitsfeatures, die wir heute auch bei Unternehmen problemlos einsetzen könnten. Es muss halt bloß gemacht werden. Klar, es ist mit Investitionen verbunden. Die Höhe, weiß ich nicht, kann ich auch nicht schätzen. Aber wenn man sieht, welcher Schaden durch Datenklau entsteht, wenn Millionen von E-Mail-Adressen, Namen, Bankdaten und so weiter abgefischt werden, sollte man wirklich mal überlegen, ob man da nicht ein Invest in nahe Zukunft tätigt. Denn es wird sicherlich nicht weniger werden. Es wird noch viel, viel mehr werden und es wird auch noch viel, viel sensibler. Und die Attacken werden auch noch viel besser werden, gerade im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning. Aber wenn wir schon von Invest sind und Lösungen und so weiter. Michael, welche Softwarelösungen oder Lösungen insgesamt gibt es denn zur Vermeidung? Also was kann man denn da ansetzen, du als Hersteller?
Ich meine, Steffen hat es ja schon gesagt, so der Beginn, wenn aber schon ein bisschen veraltet, ist quasi das Thema Single Sign-On, Multifaktor etc. in verschiedensten Ausprägungen. Ne? Dass man da halt schon dafür sorgt, dass sich nicht jemand, sag ich mal, wenn er das Unternehmen schon verlassen hat, immer noch mit seinem Account per VPN einwählen kann, Daten abgreifen etc. Das sind so die Klassiker, die wir haben. Ja? Was wir halt viel sehen und was halt wir versuchen voranzutreiben, auch extrem im Mittelstand, ist dieses Thema sogenannte Identity Governance. Dass wir wirklich die Unternehmen mal analysieren lassen, wer hat denn welche Berechtigungen innerhalb des Unternehmens. Ist es ein interner, ein externer, ein Businesspartner? Ja, all diese Ausprägungen sollten dann beinhaltet sein, damit ich, wir nennen es so 360-Grad-Sichtweise auf eine Identität, dass wir wirklich sehen, aha, Michael Lang hat folgende Accounts im AD, im SAP, er hat folgende Berechtigung. Oh, er hat SAP All im SAP. Wieso hat er das? Ja, dass man halt da eine Grundlage schafft, um zu hinterfragen, braucht dieser Mitarbeiter oder dieser Externe diese Berechtigung überhaupt noch? Ja, vielleicht wieder klassischer Fall, Azubi, er wandert durchs Unternehmen und hat halt nach 3,5 Jahren so viel Berechtigung, die braucht er seinen Lebtag nicht. Ja, aber wir sind halt, ich sage mal so schön, wir sind Jäger und Sammler. Ja, wir sammeln Berechtigungen, wir sammeln Accounts, aber geben wir sie freiwillig wieder zurück? Ich glaube, das passiert nicht aus dem eigenen Antrieb an, sondern man braucht von außen so einen kleinen Denkanstoß. Ja? Und da ist so ein Klassiker, dass man halt solche Themen machen kann wie Rezertifizierung oder Segregation of Duty im Antragsverfahren. Das sind relativ einfache Verfahren, die man anwenden kann, haben aber einen großen Impact, haben aber auch den Nachteil, dass ich die Mitarbeiter mitnehmen muss. Ich muss da diese Awareness erzeugen. Und ich glaube, da tun sich viele Unternehmen noch schwer, weil in den 20 Jahren, wo ich Identity Governance oder Identity Management mache, ist unsere Branche oftmals sehr verschrien gewesen. Wir wären zu komplex etc. Aber das liegt zum Teil auch daran, weil viele Unternehmen Prozesse etabliert haben, die sind gewachsen über 10, 15 Jahre. Und keiner traut sich wirklich mal, diese Prozesse zu hinterfragen. Wir hören dann immer, ja, es hat ja seit 15 Jahren so funktioniert. Aber die Prozesse sind oftmals sehr, sehr komplex. Und als deutsche Ingenieursgesellschaft wollen wir ja die 125% Lösung. Und dann müssen wir noch den goldenen Henkel an diesen Prozess, an diesen Workflow dran schrauben und wundern uns A, dass es so teuer wird, B, kein Mensch es mehr versteht und ich drittens meine Mitarbeiter gar nicht mehr mitnehmen kann. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen die Schwäche momentan und auch die Vorteile von vielen neuen Lösungen, die unter anderem wie wir auch in Richtung Machine Learning, Künstliche Intelligenz geht, Dinge zu vereinfachen, diese Simplifizierung zu vereinfachen. Je einfacher etwas wird, ist ja wie im privaten Leben genauso, desto eher kann ich mir das aneignen, desto eher mache ich das. Vielleicht verstehe ich das dann auch eher und habe nicht die Thematik, ich bin Abteilungsleiter, habe 150 Mitarbeiter unter mir und muss die jetzt zweimal im Jahr zertifizieren und denke mir, ach grauen, schon wieder, das kostet mich so und so viele Stunden. Er gibt es an seine Sekretärin oder er sagt, okay, Balk, alle. Und damit ist dem Prozess ja auch nicht geholfen. Ja. Ja. Ganz kurz, bevor wir zur Schlussrunde kommen, weil wir schon wieder am Zeitpunkt sind. Wir haben ja noch ein paar Gäste hier im Raum. Wenn ihr Fragen stellen wollt, könnt ihr die gerne jetzt auch tun. Jederzeit einfach mal Hand heben, kann man ja hier oder das Mikrofon einschalten oder in den Chat eine Frage reinschreiben. Alles ist möglich. Für die, die es jetzt im Nachgang sehen, sozusagen, wir streamen ja gerade aktuell live auf datensicherheit.de. Im Nachgang ist es zu sehen auf Managed It, auf der Webseite. Philipp, was für eine Webseite haben wir? Wie heißt denn deine Webseite genau? www.managedit.de. Genau, perfekt. Also da findet ihr dann im Nachgang die Aufzeichnung. Da kann man aber auch gerne natürlich Fragen reinstellen. Wir leiten die Fragen auch entsprechend im Nachgang an die Experten hier in dieser Runde gerne weiter und werden die dann auch in diesem Chat dann beantworten. Also jetzt seht ihr es live auf datensicherheit.de, dann im Schluss zum Nachschauen, Nachlesen oder wie man es auch immer sagen will, auf Managed It. Das war sozusagen Fragerunde. Dann kommen wir gleich zum Schlusswort. Wir fangen mal an heute bei Andreas Kunz. Ein kleines Schlusswort von dir, bitte. Statement.
Ja, Statement, was wollen wir dazu sagen? Ich finde es klasse, dass man sich hier in dieser Runde eigentlich auf einer richtig guten Wellenlänge austauschen kann, dass man sich nicht alleingelassen fühlt mit diesem Thema, sondern wirklich sieht, wie jeder das akribisch angeht, wie jeder versucht, trotz Krise da was voranzuschieben und das mit Bedacht angeht. Also klasse Runde, können wir gerne mal wieder so machen. Macht Spaß. Perfekt, danke. Wir machen es immer wieder, jede Woche Mittwoch, 14 Uhr, andere Themen jeweils immer. Aber wir treiben auch das Thema Richtung Mittelstand natürlich weiter. Und da brauchen wir so viele Stimmen wie möglich. Also wenn ihr euch entscheidet, wir wollen da Gas geben und wir wollen den Mittelstand aufwecken bzw. stärken, dann werdet einfach Mitglied im German Mittelstand. Das so mal kurz als Werbeblock nebenbei. Carsten, von dir nochmal ganz kurz ein Statement bitte. Ja, wir haben schon über Awareness gesprochen, ganz wichtiger Punkt, neben den technischen Lösungen, die natürlich beschrieben worden sind und auch der ordentlichen Definition von Prozessen. Aber Awareness heißt nicht nur Awareness der Mitarbeiter, sondern auch der Führungsebene, um das ganz klar zu sagen. Also Mitarbeiter auch so zu vertrauen und so zu schulen, dass sie auch Dinge ablehnen können. Eine der wesentlichen Dinge, warum solche Dinge funktionieren, ist, dass man in Geschäftszeiten Dinge dringend macht. Immer so zum Wochenende hin, dass schlimme Dinge passieren, wenn das jetzt nicht ganz schnell passiert. In aller Regel ist diese Eile nicht geboten und dementsprechend muss man Mitarbeiter auch betrauen, zu sagen, ich überfrage nochmal nach und erkundige mich, ob wirklich ein Konto geändert worden ist, ob wirklich da eine Absprache ist, ob es wirklich ein Merger and Acquisition oder ähnliche Dinge gibt. Und ganz wichtig, Budget ist eine Sache. Du hattest vorhin gefragt, was gibt man so aus? Ich kenne ein Unternehmen in Deutschland im Logistikbereich, die haben 150.000 Mitarbeiter und geben im Schnitt 80 Cent pro Mitarbeiter pro Jahr aus. Okay, das ist eine überschaubare Summe, würde ich sagen. Georg, ich habe dich heute gar nicht so wirklich zu Wort kommen lassen, ist mir gerade aufgefallen. Deswegen hast du jetzt auch dabei ein kurzes Schlussstatement mit einer kleinen Frage verknüpft. Identitätsdiebstahl haben wir ja gerade mitbekommen. Versicherungsschutz, ja oder nein, gibt es da was? Ja, auch da gibt es neben dem Thema der Cyberversicherung, was wir bei den letzten Talks gesprochen haben, gibt es natürlich auch da eine Lösung. Man muss immer gucken, findet bei dieser ganzen Art und Weise eine Netzwerksicherheitsverletzung statt und hat man dadurch den Schadenfall, dann reden wir über Cyber. Wenn das, wie wir vorhin vom Steffen, glaube ich, war es, gehört haben, dass es ja auch noch die Möglichkeit des Faxes gibt, dann haben wir das als klassischer Betrug und dann kann man das über das Thema einer sogenannten Vertrauensschadenversicherung abdecken. Also es gibt in unserer Branche, gibt es die passenden Lösungen dafür. Das ist mein Schlusswort. Danke. Wunderbar. Danke dir. Eigentlich sollten sich Hersteller und Versicherer ja zusammenschließen, meines Erachtens nach. Aber ich verkaufe weder deine Versicherung noch Produkte. Aber ich glaube, ihr solltet auch alle im Schulterschluss durch die Gegend laufen, weil sowohl das eine wie das andere extrem wichtig ist. Michael, dann komme ich auch gleich zu dir. Ein kleines Schlusswort noch. Ja, gerne. Ich meine, wir haben ja viel über dieses Thema gesprochen und für mich halt war wichtig, dass wir es halt schaffen, im Mittelstand auch, wie der Carsten gerade gesagt hat, neben den Mitarbeitern wirklich, dass es dieses Thema wirklich auch von den Führungskräften runtergelebt wird, auch von der Geschäftsführung. Ich glaube, nur dann kann man wirklich diese Vertrauensstellung, dieses Vertrauensverhalten wieder etablieren, dass jeder Mitarbeiter wirklich versteht, welche Wichtigkeit das hat und nicht nur einfach diese Awareness-Trainings runterrattert, ja, aber es gar nicht so richtig in sein Alltagsleben, in seine Alltagsbürozeiten mit integriert. Ich denke mir, das ist das Ganze ganz wichtig und dass man halt auch mal so ein bisschen links und rechts am Tellerrand vorbeischaut und überlegt, ist das, wie ich es heute mache, ist mein Prozess, den ich habe, ist der A beschrieben, ja, und ist der noch aktuell? Oder leben wir noch quasi wie im Mittelalter oder wie bei Cäsar oder wie beim trojanischen Pferd? Das genau, so perfekt. Cool. Philipp, jetzt habe ich früher Alzheimer. Habe ich dich schon gefragt? Nein, noch nicht. Ne? Ein Schlussstatement, bitte. Ja, das, was da vorhin der Michael gesagt hat, ist auch ganz wichtig. Also dieses Identity Access Management ist extrem wichtig für die Unternehmen. Jeder sollte immer wissen, wer wann wo Zugriff auf welche Accounts hat. Und da wünsche ich mir wirklich eine Modernisierung, in Anführungszeichen, weg von den alten Stiefeln, hin neu zu Profilnutzern, Profilerkennern und Verhaltensregeln. Wunderbar. Danke dir. So, und jetzt Steffen, du als unser CISO und Mann der Stunde sozusagen. Danke, dass du dich erstmal gestellt hast. Als Unternehmen ist das ja auch nicht ganz so einfach.
freue mich aber, dass du da klar Stellung nimmst und sagst, ja, es gibt böse Buben, aber wir haben eine starke Feuerwehr oder eine starke Polizei, vertreten durch dich natürlich, als der Polizeipräsident des Osram. Von dir nochmal ein kurzes Statement. Wobei ich da gleich einhaken muss, die Security bei uns ist nicht der Sheriff, wir sind eher eine Serviceabteilung. Das ist immer ganz wichtig, der kam vorhin auch, immer den Anwender mitnehmen. Und sagen wir mal, mein Schlussstatement wäre, darüber nachdenken, muss es Username, Passwort sein? Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass in nahezu jedem Unternehmen, gerade im Mittelstand, ohne großes Geld ausgeben, eine bessere Lösung eigentlich schon da ist. Wenn man einfach nur mal guckt, sehr, sehr viele haben ein Active Directory. Da sind ganz viele Funktionen, die sind einfach da. Die muss man nur einschalten und das kostet gar nicht viel Aufwand und plötzlich ist es viel besser als vorher. Und diese Low-Hanging Fruits mitnehmen. Einmal gucken, seine E-Mail-Domäne mit den Standardparametern konfigurieren und schon kann keiner mehr diese E-Mail-Domäne missbrauchen. Das kostet eine Viertelstunde Aufwand, schafft aber einen riesigen Gewinn. Und wenn wir das wirklich durch die Branche machen, dann vermauern wir hier einfach diese Türchen. Und da, glaube ich, können wir erstmal ohne groß ins Budget zu greifen, gerade jetzt schon Verbesserungen erzielen. Und ich würde mich freuen, wenn das ein bisschen in die Breite geht und sich ein bisschen rumspricht und wir insgesamt zu einer moderneren Welt kommen. Und gerade auch die Idee, das Smartphone ist ein wunderbares Tool, um zum Beispiel einen zweiten Faktor zu haben, wo man einfach eine Anmeldung noch einmal kurz bestätigt, sagt, ja, das nehme ich. Funktioniert wunderbar, kostet kein Geld. Ja. Und da diese Low-Hanging Fruits abgreifen, das wäre mein Wunsch. Und danke für die Einladung. Danke dir. Also Philipp, Steffen, ich glaube, ihr solltet euch auch nochmal austauschen. Ich glaube, da kann man noch viel weiter spinnen, sozusagen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich in die Runde. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr wollt natürlich. Blackout ist das Thema ausfallkritischer Infrastrukturen. Da freue ich mich auch drauf. Sehr spannende Geschichte. Und wir werden auch hierzu wieder extrem spannende Gäste haben. Ansonsten lebt ihr uns dienstags und donnerstags abends immer zum Thema Afterwork im German Mittelstand. Einfach bei uns auf der Webseite nachschauen. Und vielerlei andere Dinge findet ihr dann alles auf german-mittelstand.network. Wie gesagt, den Livestream immer auf datensicherheit.de und zum Nachschauen auf manageit. Und ich bedanke mich an die Runde, ich bedanke mich an die Zuseher, Zuhörer und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, Servus, ciao und Baba.